Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich gebe es auf gegen den Wolf. Der ist einfach zu stark für mich. Ich habe im Internet geguckt. Ich war ein bisschen blöd, dass ich da reingegangen bin mit Anfangskleidung, also mit Anfangsrüstung, mit den Anfangsschwertern auf Level 1. Und ja, mich versucht habe, gegen ein Level 7er Monster zu bewähren. Das ist schon doch ein bisschen zu schwer. Man braucht da tatsächlich ein paar mehr Tränke. Und die habe ich nicht. Wie gesagt, man braucht da eine gewisse Ausdauer, man muss auch einstecken können. Wie ich erfahren habe. Deshalb machen wir erstmal einige andere Sachen. Zum Beispiel hier. So, plus ich möchte doch mal auf der Weltkarte gucken. Ja, ich möchte nämlich nicht mehr die Dingens sehen. Ich möchte doch eher zum Dorf zurück. Und gucken, dass ich meine Sachen repariere. Ich kann da hinreisen, ne? Dann reisen wir mal dahin. Wenn wir schon die Opportunity haben, dann reisen wir dahin. So, Alchemie. Waffenschmied. Ne, hier. Hier muss ich das benutzen. Ah, schon nützlich die Schnellreise. Oh, aber wie ich mich beim letzten Mal aufgeregt habe. Ich hoffe nicht. Ich befürchte, ich habe es bemerkt. Hoffen tue ich was ganz anderes. So, was haben wir hier? Das war die Verkäuferin, ne? Greetings. Salutations. Whither do you come from and where will you go? Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Na komm. Take a peek if you don't mind. Was hat der denn? Ja, verschiedene Häuser, aber sonst würde ich sagen eher nichts, was man nicht bekommen kann. Farewell. We'll meet again. I know this. I know this. So, Herr Werther Schmied. Ich kenne sie ja doch. Wo ist denn euer Vater? Karte verwirrt mich ein bisschen. Bestimmt ist der Eingang. Wahrscheinlich ist der Eingang hier, ne? Huch, Alter. Geht er durch? Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Wo ist denn der Typ? Das ist schon ziemlich scheiße. Na gut. Aber Moment, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist sein Haus, ja? So, hier spielen seine Kinder. Sein Symbol ist hier. Frore, wo ist... Ah, Moment. Sehe ich im Dunkeln einen Eingang? Okay, es funktioniert. Ah, cool. Darf ein Schmied halt nicht offen, ha? Huh? Na gut, ich glaube, da sehe ich irgendwo andere Symbole. Ach, da. Na komm, man muss ja erstmal auf die Karte gucken, ha? Huh? So, jetzt gucken wir mal im Inventar. Wie sieht es aus um deren Zustände? Minus 1 Schaden, minus 4 Schaden. War drüben. Vor allem, ich glaube, ich brauche echt die besseren Waffen. Spielt das Ding, was hier plus 16 macht. Wobei mir eigentlich das hier Ding mehr gefällt, muss ich mal ehrlich gesagt sagen. Was haben wir hier? Stufe 7, das ist eine Armbrust. Merkwürdig, merkwürdig. Nee, ich glaube, das nehme ich tatsächlich nicht. Gehen wir mal zurück. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Nee, ich wollte meine Sachen aufwerten lassen.
Ah ne, verbesserte Rüstung, verbesserte Waffen. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ich werde mal kurz meditieren. Und dann gucke ich mal, dass der Typ mir meine Sachen repariert. So, du kleiner Penner. Yeah? Craft special order weapons too. Do politicians murder high class prostitutes? Of course. So. I'll take a look. Maybe pick something. Ach, der hat Waffen. So, das ist schon mal geiler. Da ist auch schon mal geiler, aber ich. Was ist das überhaupt? Ein. Sekundärwaffe. Sekundärwaffe. Waschwert. Stahlwaffe. Hm, es macht viel mehr Schaden. Was bedeutet die blaue? Das blaue. Ah, plus 36. Hm. Ne, ich kaufe mir das hier nochmal dazu. So, ich gehe mal ganz kurz raus. So long. Jetzt gucken wir im Inventar. Was haben wir denn jetzt zur Verfügung? Ja, die ist zum Beispiel geiler. Die ist geiler. Okay, ich habe mir jetzt zwei Waffen gekauft, wo eine nur geiler ist. Da sollte ich vielleicht besser aufpassen in meinem Kauf. Aber den Rest kann ich ja eh verkaufen. Denn wir haben ja hier eine Stahlwaffe und wir brauchen noch eine Silberwaffe. Aber wo sind die Sekundärwaffen? Das frage ich mich ja natürlich auch. Am besten erstmal nicht kaufen. Yeah. I'll take a look. Maybe pick something. So. Minus 4, minus 8. Ah ne, das ist das, was. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Axttyp, muss ich sagen. Moment, Stahlwaffe? Stahlwaffe. Alter, ich habe natürlich wieder voll die Fehlkäufe getätigt. Und ich habe vergessen. Ah, reparieren. Hexer, Silberschwert. So. Jetzt habe ich nämlich immer den Begriff vergessen. Kann er ein Silberschwert schaffen? Silberschwert. Das sieht mir sehr interessant aus. Okay, das muss ich erstmal ausrüsten. So long. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Ich will doch. Ey, schieb mich nicht durch die Gegend. So, Inventar. Das mal Minus. Das macht sogar Plus. Ich will das hier haben. So, jetzt haben wir tatsächlich bessere Waffen. Yeah? I'll take a look. Maybe pick something. So, ja, machen wir nämlich. So, verkaufen wir mal. Und zwar das hier und 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 das hier. Was schön ist, man kann sich das zurückkaufen, das finde ich gut. Armbrust will ich nicht verkaufen. Das will ich auch nicht verkaufen. Das alte Schwert kann man natürlich tatsächlich verkaufen. Ja, den Rest verkaufe ich einfach ganz, komm. Who cares? Ach, ich habe 3 davon. So, jetzt ist mein Geldbeutel wieder schön gefüllt.
Und hiervon will er nichts haben. Der hat aber noch ein paar Rüstungsteile. Aber nee, das ist das, was ich verkauft habe, oder? Ja. Das ist, was ich verkauft habe. Okay, gut. Got this diagram. Think you can forge the weapon? Okay, Handwerkzusatz. Schema Lederstücke. Ich würde doch gerne ein paar Waffen haben. Reparieren möchte ich ehrlich gesagt aber gar nichts. Weil ich will natürlich neue Sachen haben. Oh, okay. Nein, 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 nein. So, das kostet was? Alter Junge, wie viel das kostet? Besten Dank, mein Freund. Okay, komm, noch eine Runde Karten. Up for a few rounds of Gwent. So, Spiel starten. Oder? Der dürfte doch eigentlich gar nicht mal so cool sein, oder? Was ist eigentlich jetzt? Ah ja, ich muss zwei Karten weglegen. Den Motherfucker. Und der hat natürlich so eine Hilfe. Ja, das ist schon mal cool. So, dann geht es am Zug. Er sitzt ein Normalo. Ein Bitch halt, ne? So, lädt jetzt gerade mit demselben Namen und die Stärke beider verdoppelt sich. Hä, wie komme ich die nochmal legen? Na hier. So, der sitzt schon mal ein Vierer. Meine Idee wäre eigentlich, dass ich in dieser Runde ein paar schwache Sachen setze. Okay, der hat mir Punkte gegeben. Nahkämpfer und das ist gutes Wetter. Ja, das ist scheiße. Weil Nahkampf habe ich natürlich bessere Karten. Soll ich einen Fernkämpfer setzen, wirklich? So, komm. Ich bin in einer sehr, sehr beschissenen Situation. Weil der hat noch 8 Karten, ich habe 6. Ich passe auch. Ja, geil. So, er hat natürlich 2 Karten Vorteil, das ist scheiße. Okay, ich habe 9 dazu gezogen, cool. Okay, jetzt hat er noch einen Vorteil. Das ist schon mal gut. Was kann der hier? Lege diese Karte auf das Schachfeld deines Gegners und sie wird die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet und ziehe 2 neue. Okay, das werde ich, wenn schon, als Joker benutzen. Ich möchte nämlich so spielen, dass ich vielleicht diese Runde schon gewinne, einfach mal. So, den Schwachen setzen wir mal. Ja, damit habe ich schon fast gerechnet. Ja, komm.
Kann ich damit was machen? Nein. Komm hier. Ah, oh, das wird kacke. Okay, ich habe eine Idee. Ja, gutes Wetter ist jetzt gut. So, noch ein Kaputt-Hult. Ja, ich habe eine Idee. Das ist jetzt richtig geil. Ja. Ah, wobei, das geht nicht auf. Elf in der vorderen Reihe. Ich habe fünf in der vorderen Reihe. Passe. Natürlich, das ist voll die geniale Idee. So, ich glaube, der kriegt nächste Runde wieder eine Karte. Also diese Runde werde ich natürlich verlieren. Jetzt müsste ich in dieser Runde den Vorteil haben. Außer der kriegt jetzt echt eine Karte irgendwie gezogen. Nee, doch nicht. Doch, der kriegt eine Karte. Okay, jetzt habe ich natürlich den Shit gelöffelt. So, Detmold. Hieß er überhaupt immer und ich habe gar nicht mal geguckt, wirklich. So, das bringt dem jetzt ehrlich gesagt nichts. Denn ich mache das hier. Na. Geht nichts mehr. Ein leichter Sieg. Also nicht im Sinne von, es war leicht, aber es war knapp. Dankeschön. Das war cool. Hat mir Spaß gemacht, mein Freund. Ich besieg dich gerne nochmal.